Ach du Jemei, wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Okay, ist es eine Dungeon? Kaiserschleime? Was zur Hölle seid ihr denn jetzt für Viecher? Oh mein Gott. Was bringen die denn jetzt, diese Kaiserschleime hier? Geld? Ich hoffe mal. Okay, die sind schneller downgegangen als gedacht. Fluchflasche, geh weg. Erfahrungspunkte waren es nicht. Geld war es auch nicht. Schade. Schade, schade. Drachenritter und ein Sakrilegionär. Ah ja. Naja, gut. Einfach alle umhauen. Sturzflug. Ja, irgendwo. Ich gehe jetzt erstmal hier hoch. Kamera kann ich nicht drehen. Nicht weiter drehen. Okay, Sackgasse. Uiuiuiui. Guten Tag. Ist das ein Labyrinth? Nee, ist kein Labyrinth. Nein. Oder soll das doch ein Labyrinth darstellen? Jede Ecke trotzdem mal schauen. Jede Ecke. Wird uns hier ein Boss erwarten? Weiß es nicht. Erstmal das Typische hier. Erstmal komplett AOE. Ja, ich glaube, ich kann hier jetzt ganz gut trainieren eigentlich. Ich sollte mal ein bisschen trainieren. Maribel und Eichel sind mir ein wenig zu low. Wir werden wahrscheinlich niemals rankommen an unseren Erfahrungspunkten mehr. Oder an unseren Level. Schade. Oh, da habe ich noch die Viecher hier noch bekommen. Ja. Nach der Aufnahme muss ich auf jeden Fall erstmal Geld sammeln. Und trainieren. Ja. Das habe ich auf jeden Fall vor. Okay, jetzt sind wir auf der anderen Seite rausgekommen. Was ist hier? Irgendwelche Särge, die auf sind. Und Fackeln sind einfach drin. Interessant. Kommen, glaube ich, den Ziel nahe. Oder auch nicht, oder? Ne, jetzt sind wir hier. Ach du Jemei. Ich guck mir nur die Karte an und denk mir, was zur Hölle ist das hier? Hä? Ein Rätsel? Hä? Was? Euer Ernst jetzt? Ist das jetzt ein Rätsel hier? Sieht mir danach aus. Weil es geht nicht weiter. Hm. Obwohl, doch hier unten. Ah, okay, ja.
öffne jetzt einfach mal die... Das könnte Labyrinth sein. Aber ich will trotzdem alle Sackgassen gehen. In jeder Sackgasse könnten sich Thronen sich befinden. Das ist es nämlich. Da könnte immer was drin sein, was wir vielleicht gebrauchen können. Ausrüstung technisch, dass wir nichts kaufen brauchen. Man weiß ja nie, ne? Was ist es? Aber das ist hier quasi ein Labyrinth. Zum Glück sagt mir die Karte ja wohl lang. Aber so viele Türen. Jetzt erstmal hier zu der nächsten Sackgasse. Das ist der richtige Weg. Schade, ich hätte gehofft, dass er zumindest Truhen gibt. Okay, wir sind angekommen. Und nun? Ach, Demi. Ist das ein Rätsel? Könnte ich mir gut vorstellen. Aber ist halt die Frage, was ist das hier? Was zur Hölle bist du denn? Falscher Prediger. Alter Scheiße, siehst du interessant aus. Lila, niedriger Dämon, der wird wahrscheinlich auch anders heißen. Aber das Monster ist ziemlich groß. Okay, der eine ist down. Ja, dann auf geht's. Der nächste ist auch down. Hat aber nicht viel gebracht. Jetzt geht's weiter nach unten. Alter, es verwirrt mich hier total. Was zur Hölle geschieht hier? Der komische Kopf. War das der Kopf? So sieht der Erdgas aus, oder wie? Aua! Wumm! Tut doch weh! So, verschiedenes alle heilen. Multi-Heal. Danke. Es geht aber immer noch tiefer. Oh, jetzt geht's wieder nach oben oder nach unten. Was ist ein gelber von diesen niedrigen Höllenschleicher? Jetzt ein gelb. So niedriger Dämon. Ja, die Lieder hab ich jetzt noch nicht, ne? Oh. Müssen wir die auf jeden Fall jetzt besiegen. Ja, sehr schön. Wer weiß, was sie vorhaben. Ich bin hier gerade gezwungen, in der Richtung zu laufen. Feuer. Das. Oh, Ruf Unterstützung. Was? Ist das Neues? Nee, es ist
Skulptur-Dingsbums. Skulptur. Ja, das sollte doch kein Problem sein, ja. Aber immerhin Erfahrungspunkte und Geld. Nehme ich gerne. Ah, okay. Jetzt bin ich hier. Herzförmiges Edelstahl funkelt am Boden. Zum Glück, ein Herzstein. Und jetzt? Ist euch der Riss in der Mitte des Edelsteins aufgefallen, den wir vor kurzem gefunden haben? Bitte geht vorsichtig damit, er könnte ansonsten gleich in zwei brechen. Okay, jetzt haben wir das. Ich gehe jetzt aber nochmal den anderen Weg. Um nachzuschauen, ob wir noch mehr finden müssen oder nur das hier. In dieser Woche haben wir es noch nicht geschafft. Gegen den Erdgeist anzutreten. Schade. Oh, den falschen Prediger, den werden wir auch noch erledigen. Easy. Wo geht's jetzt hier lang? Es geht hier runter. Okay. Nein! Och, was soll das denn jetzt hier? Ich wollte hochlaufen hier. Was ist das jetzt hier? Oh, was haben wir denn hier wieder? Ein Dreiecke-Edelstein, Vogel am Boden. So ein Glück, ein Nasenstein. Hat Hadid auch diesen Ort erbaut? Kein Wunder, dass der Wiederaufbau des Bildnisses so lange gedauert hat, wenn er gleichen Zeit auch noch alles hier erbaut hat. Moment. Brauche ich vielleicht die zwei Teile für diese eine Statue da? Das könnte ich, dieses Gesicht, sonst, ja doch, das Gesicht ist es, ne? Dafür müssen wir noch weiter nach oben. Ist es hier schon? Nee. Nächste Etage ist es. Da müssen wir bestimmt die Sachen einfügen. Aber wir haben hier nur zwei Sachen gefunden. Das heißt, mehr sollte es hier nicht geben. Okay. Erstmal ein Kritz. Nice. Da! Komm, schleichen. Hehe. Hast mich nicht gesehen. So, hier. Hier war das die Stelle, wo wir es wahrscheinlich einfügen müssen, ne? Oder? Gepäck. Okay. Die Ohreninnen. Benutzen. Ah, vielleicht jetzt? Warum können wir...
Da ist aber noch ein Teil. Wie komme ich denn bitte da dran? Die riesige Schatten eines furchterregenden Monstergesichts versperrt den Weg. Wie komme ich denn jetzt bitte daran? What the hell? Vielleicht Boden absuchen? Irgendwas muss man doch hier bestimmt tun. Gutachten. Benutzen. Benutzen. Hä? Ist toll, aber wie komme ich da hin? Nee, ich hab keinen blassen Schimmer. Ich muss irgendwas tun, oder? Ist die Frage, was? Naja, das werden wir wahrscheinlich beim nächsten Mal machen. Kann ich die Hintertür benutzen? Ja. Tja, ich habe noch keine Ahnung, was ich da machen muss. Ihr könnt mir ja gerne mal reinschreiben. Es ist wahrscheinlich einfacher, als man denkt. Fällt auch so nichts ein. Ich dachte irgendwas mit den Edelsteinen. Das habe ich. Das Herz, die zu Ohren sind, etc. Und da ist jetzt noch was Rotes. Das könnte der Mund sein. Das heißt, wir haben Nase, Ohren. Wir haben die Nase, wir haben die Ohren. Und den Mund kommen wir gerade höchstwahrscheinlich nicht ran. Oder die Augen. Aber rot kennt ich eher für die Lippen. Naja, gut. Wie wir da rankommen, werde ich noch wahrscheinlich herausfinden. Aber gut, das war's leider schon für diese Woche mit Dragon Quest 7. Es dauert wohl noch ein wenig. Zumindest länger als gedacht. Ey, ultra krass. So ein langes Spiel habe ich seit Ewigkeiten nicht mehr gehabt. Ja, gut. Ihr könnt gerne kommentieren, liken und was das Zeug hält. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Also, bis dann!